In meinem heutigen Sammlungs- bzw. Deklatter-Video geht es um meine Mascaras oder Maskaren. Ich weiß nicht, wie ist die Mehrzahl davon. Wenn ihr wissen wollt, was ich da alles besitze, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und Caro. Und heute geht es um meine Mascaras, Mascaren. Was ist die Mehrzahl von Mascaras? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir bitte auch ein Abo da und einen Daumen nach oben für das Video. Beides würde mich sehr freuen und meinem Kanal sehr helfen. Ja, ich habe relativ viele offene Mascaren und relativ viele nicht offene Mascaren, aber das seht ihr gleich. Viel Spaß mit dem Video. So, hier sind die zwei Körbchen. Das sind meine offenen Mascaras, eine Menge. Und das sind meine noch nicht aufgemachten Mascaras, also die sind alle noch verschlossen. Wir schauen uns jetzt beide Körbchen an. Zuerst würde ich sagen, die offenen Mascaras. Da habe ich im Project Pen. Im Project Pen habe ich gerade diese Mascara, die Essence Eyelash, die Essence Lash Princess zu False Lash Effect Mascara. Die hatte ich schon mal und habe sie aufgebraucht und habe sie total gut gefunden. Im Moment bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich sie noch immer so gut finde, aber ich werde jetzt noch weiter ausprobieren. Notfalls ja, muss ich sie aussortieren. Aber das wird sich zeigen. So, For the River Loves Me habe ich die Unbeatable Volumen Mascara. Die habe ich auch von der lieben Claudia im Tauschpaket zugeschickt bekommen. Und hatte die aber schon offen bei mir und habe natürlich jetzt die offene auch ausprobiert, wie ich das Schminkvideo gemacht habe zu den Sachen, die ich von Claudia bekommen habe. Ja, die fand ich eigentlich richtig gut, also ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mehr verwende. Keine Ahnung. Eine meiner Lieblingsmascaras ist die Panorama Mascara von L'Oreal. Also ich finde, ich zeige euch vielleicht auch die Bürstchen und rieche auch dran, wobei ich weiß, die habe ich erst gestern verwendet, da weiß ich, dass sie noch gut riecht. Das hier ist das Bürstchen, vielleicht sollten wir das so machen. So. Das Bürstchen. Dann haben wir hier eben die Panorama-Mascara. Da schaut das Bürstchen so aus. Funktioniert richtig gut, ist eine richtig schöne Mascara. Genauso auch wahnsinnig schön ist die Vicious von Nabla. Allein schon das Packaging ist ein Wahnsinn. Das ist so, so schön. Und die Mascara selber ist auch ein Wahnsinn. Also wirklich, wirklich gut. Die hat auch so ein Gummibürstchen, so ein ganz ein kleines eigentlich. Und ja, macht richtig schöne Wimpern. Dann habe ich von Essence the Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Ja, die macht ein bisschen mehr Volumen als die andere, aber ja, ich finde die auch schön. Die ist auch schön. Da haben wir dieses Bürstchen. Ein gebogenes. Die geht noch. So, dann habe ich von Gosh die Bombastic Crazy Volume Mascara. Ja, und die kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Die muss ich jetzt wieder mal ausprobieren. Also das ist die blaue. Ja, oh ja, natürlich. Die blaue. Ein schönes Blau, sehr blau, und ja, also mir gefällt sie. Also ja, dran riechen wollte ich. Ja, riecht nach Mascara.
Dann ist hier die Look by Bieber Oh So Fake Lashes Mascara in der Waterproof Variante. Auch so ein dickes Bürstchen. Hoppla. So ein dickes Bürstchen. Die riecht ein bisschen eigenartig. Ich glaube, die sortiere ich lieber aus. So, von NARS die Olimax Extreme Mascara in so einer kleinen Größe. Die war sicher in einer Box drinnen oder so. Hat ein großes Bürstchen, ein Faserbürstchen. Riecht okay. Bleibt. Ich glaub auch, dass die wirklich schön ist. Essence Fake Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Ich glaube, die gehört eher zu den Augenbrauen-Sachen, ne? Das war im vorigen Video, aber das kommt einfach jetzt dort dazu. Dann habe ich hier von Revolution die Coca-Cola Limited Edition. Ich muss sagen, die hat mich nicht umgehauen. Also die hat kaum irgendwas auf meine Wimpern gebracht. Die hat mich schon sehr enttäuscht. Das ist ein interessantes Bürstchen. Aber bei mir hat die nicht viel gemacht. Aber bevor ich sie aussortiere, möchte ich sie nochmal ausprobieren. Von Catrice die Clement Doll Mini Mascara, die war ja in der irgendeiner Limited Edition, genau, bei der Wild Escape Limited Edition war die dabei. Und ich mag die Clement Doll Mascara. Das sind schöne Mascaras. Ist auch so ein Gummibürstchen, ein interessantes. Ja, ist okay. Eine Mascara, die ich auch sehr mag und die ich schon mal aufgebraucht habe und die ich einfach nochmal gekauft habe, ist die Air Volume Mega Mascara. Die macht schön Volumen und ist einfach richtig schön. So ein Bürstchen, so ein doch auch recht großes Faserbürstchen. Und die habe ich mir erst vor kurzem gekauft, da brauche ich nicht dran riechen. Dann habe ich wieder die LA Girl Volumatic Full On Volumizing Lash Lifting Mascara. Wow, das ist ja ein langer Name, ne? Ja, ist ein Gummibürstchen, ein sehr interessantes Bürstchen irgendwie. Aber ich glaube, die habe ich schon zu lang offen gehabt. Also die ist erstens, kommt nicht mehr viel es ist nicht mehr viel Produkt am Bürstchen und aus dem riecht sie nicht so besonders. Dann habe ich hier von Benefit die The Real Magnet Mascara. Die gefällt mir gut, die habe ich auch schon verwendet. Die hat auch ein Gummibürstchen, ein rundes Gummibürstchen. Die riecht auch noch gut. Ja. Dann habe ich hier die Lash Changer Volume Mascara Waterproof von Catrice. Mit Hyaluronsäure. Ein Faserbürstchen. Riechen. Ja, die riecht noch okay. Dann von M. Asam Magic Finish die 5-in-1 Hybrid Mascara. In dieser kleinen Größe. Ein Gummibürstchen.
sehr interessantes Gummibürstchen. Das hat da vorne so, also eine Kugel irgendwie. Die riecht aber nicht mehr besonders gut. Die ist leider auch etwas eingetrocknet und riecht nicht mehr so gut. Die werde ich auch aussortieren. Dann habe ich hier von Essence, nein, von Gosh, die Catchy Eyes Mascara Curve Length Definition. Die ist auch schon lang offen. Hat so ein gebogenes Gummibürstchen. Und ist auch eingetrocknet. Ja, man sieht, ich habe da viel zu viele Mascaren offen, dass ich sie wirklich aufbrauchen konnte. Dann von Look by Bieber die Super Slim Definition Mascara. Das hat so ein kleines Bürstchen. Ist vor allem praktisch für die unteren Härchen, also am unteren Wimpernkranz. Wie gesagt, das ist ein sehr dünnes Bürstchen. Die ist, glaube ich, noch okay. Dann von CC Living Colorfully die Snowflake Diamond Mascara. Die bringt eben so ein Glitzern auf die Wimpern. Habe ich auch noch nicht oft verwendet, aber die riecht noch gut. Dann von Kryolan die Supreme Volume Mascara. Auch schon lang offen, glaube ich. Habe ich auch schon ewig nicht verwendet. Hat so ein Gummibürstchen. Die riecht noch gut und dürfte noch okay sein. So, was ist das? Ah, von Anastasia Beverly Hills das Clear Brow Gel. Das ist aber auch falsch. Nein, das ist falsch in dem Kistchen drinnen. Das kommt zu meinen Augenbrauen Sachen dazu. Dann habe ich hier noch die Essence All Days on Me Waterproof Multi-Effekt Mascara. Die habe ich auch schon einmal aufgebraucht und fand sie recht gut. Habe sie dann, weiß ich nicht warum, wieder bestellt. Weil ich habe ja eigentlich eh so viel im Mascara, aber die habe ich auch schon wieder so lange offen. Aber oh ja, die geht noch, glaube ich. Und die letzte ist nochmal von Essence, die Lash Princess Curl and Volume Mascara. An die kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass ich die habe. Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall so ein ja, interessantes Bürstchen. Also in, ja, sanduhrmäßig. Die riecht aber nicht besonders. Nein, die werde ich auch aussortieren, die riecht nicht so gut. So, und das sind jetzt die, die ich noch nicht aufgemacht habe. Die können wir uns natürlich auch nur von außen anschauen, weil aufmachen will ich sie jetzt nicht. Da habe ich mal von, die gab es mal bei Action, ich werde das wieder auf die Seite geben und so zeigen, die gab es bei Action von Borges Paris, die Twist Up the Volume Mascara, die kann man drehen und dann, also da kann man das Bürstchen drehen, sodass es eben anders ausschaut, ja. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, den muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ah, hier habe ich noch Eyeliner von Action. Die kommen natürlich zu den Eyelinern dazu. Dann habe ich hier die Lash Paradise von L'Oreal Limited Edition. Ein wunderschönes Design. Wunderschön. Muss natürlich auch ausprobiert werden. Von Essence, die I Love Extreme Volume Mascara. Die habe ich in einer anderen Version erst leer gemacht, im Rahmen des Project Pens.
Dann habe ich hier die Power Lash Volume Mascara von Revolution. Weiß ich gar nicht, war die irgendwo drinnen oder so? Keine Ahnung. Dann habe ich hier das Backup von der River Loves Me Unbeatable Volumen Mascara. Die habe ich von der Claudia bekommen. Von Tatlet Tubing Mascara. Sieht auch sehr schön aus. Allein das Packaging ist ja Wahnsinn, ne? So ein wahnsinnig schönes Packaging, sehr schwer und hochwertig greift sich die an. Toll. Von Banana Beauty die Extra Length Mascara. Long Lashes are always a good idea. Die sieht innen nur so schwarz aus mit dem Schriftzug. Bin ich auch sehr gespannt. Dann habe ich von Lovelytic Eye Catching Definition and Length Mascara die Extravert Extreme Volume Mascara von Avon. Das ist richtig dick und ja, lustig irgendwie. Die Lash Like a Boss von Essence Instant Volume und Length, da gefällt mir die Farbe so gut. Also, innen ist sie natürlich schwarz, aber die Farbe vom Packaging ist so schön. Genauso wie die Lash Like a Boss Instant Lift and Curl. Vielleicht sollte ich da auch was aussortieren, ne? Gar nicht so schlecht. Von Revolution die Stretch It Out Ultimate Length Mascara. Von Gosh die Catchy Eyes Mascara. Die habe ich aber nicht groß, oder? Oder ist die leer gegangen? Nein, die ist dann anscheinend nicht mehr gut. Ja. Dann habe ich hier von Isana Baby Hair Styling Stick, der gehört da gar nicht rein, der gehört woanders hin. Von Skin Division Lashed Up Mascara. Sieht so aus. Irgendwie lustig, das. Die Verpackung. Interessant. Lauter spannende Mascara. Ich würde so gerne alle ausprobieren, aber dann sind alle offen. Dann habe ich hier die Volume Million Lashes Balm Noir von L'Oreal. Auch eine L'Oreal Mascara. Von Too Faced Better Than Sex Mascara, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, lauter spannende Mascara. Von Essence, die Sensitive But Wow Volume Mascara. Das ist, gehört nicht da rein. Das ist von Clean ID Transparent Brow Fixing Gel von Catrice. Das gehört zu meinen Augenbrauen-Sachen. Dann ist das nochmal ein Baby her von Got2Be. Gehört dann natürlich auch nicht rein. Dann habe ich hier Bad Girl Bang von Benefit. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich die habe. Eine spannende Verpackung. Also die ist ja mal richtig interessant. Die gefällt mir wahnsinnig gut.
Bin ich auch sehr gespannt auf die Mascara, also wow. Und dann habe ich hier noch von dem Awesome Magic Finish das Brow Fixing Gel Light. Das habe ich schon offen und das kommt natürlich ins Backup von den Augenbrauen-Sachen. So, waren jetzt die ganzen Mascaras. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Auch gerne, dass ich zu viele Mascaren habe. Dass ich vielleicht welche aussortieren sollte. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Fällt mir aber schwer, weil ich eigentlich jede einzelne ausprobieren will. Aber ja, ihr kennt das vielleicht. Wie viele Mascaras habt ihr gerade offen und wie viele im Backup? Das würde mich echt interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, lasst mir bitte ein Abo da, da würde ich mich auch sehr freuen. Und über einen Daumen nach oben für das Video sowieso. Und ja, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!